Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video hier auf meinem Kanal. Ja, ihr habt es bestimmt mitbekommen, neues Fortnite-Update, neue Season. Das klingt jetzt übel opferhaft, wenn ich so voll der wäre, der halt immer Fortnite spielt. Aber so ist es nicht. Aber ich habe literally gestern gesehen, man kann nicht mehr bauen. Und also, was ist dann Fortnite? Ja, halt einfach Trash. Aber ich habe jetzt ein neues Fortnite-Video hier. Und ihr seht es wahrscheinlich schon im Titel und im Thumbnail und denkt, es ist komplett Clickbait. Nein, es ist tatsächlich so, ich habe es ausprobiert, zumindest mit einer Season, und zwar Season 1. Aber das ich kann nicht reden. Das geht bestimmt auch mit den anderen. Ich habe mir hier schon ein paar Google-Links aufgemacht. Das sind die drei Links, die ihr haben müsst oder wissen müsst. Aber ich habe mir hier das in dem Dokument abgespeichert und diese Links bekommt ihr in der Videobeschreibung, dass ihr das Ganze auch mal ausprobieren könnt. Ich wünsche euch, ich zeige euch das jetzt und ich wünsche euch viel Spaß. Als erstes brauchen wir hier Rift. Aber bevor wir irgendetwas herunterladen, geht ihr hier auf den, Einstellungen halt, lol. Geht ihr hier auf Windows und Sicherheit, also hier, Windows Sicherheit, lol. Ich bin nicht so ein guter Tutorial-Mensch, glaube ich, aber ich wollte euch das einfach mal zeigen, weil jetzt, wo Fortnite so scheiße geworden ist, also muss ich eigentlich das jetzt kommentieren, was ich hier mache? Auf jeden Fall macht einfach das, was ich mache, geht hier auf Einstellungen verwalten und den Echtzeitschutz auf. Das ist aus, meine ich, lol, ich kann nicht mal reden, guck. Es ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass ihr das ausmacht, denn sonst, und ansonsten denkt Windows, es ist übrigens gerade dieses Fenster gekommen von wegen, wollen sie das wirklich machen? Ja, will ich, weil sonst können wir nichts runterladen, das in Dateien rumwühlen darf. Aber das brauchen wir, weil sonst kann es das Programm nicht ausführen, weil, ist halt so. Dann laden wir das Ganze kurz runter. Ihr seht, das geht relativ schnell. Die Fortnite-Maps bzw. Seasons gehen immer etwas länger, weil, oh Gott, wieso hat das so viele Downloads gerade gemacht? Eigentlich bekommt ihr nur das hier. Das zieht ihr auf euren Desktop. Das ist Rift. Das ist eigentlich sozusagen die Software, mit der man das Ganze dann ausführt. Das Ganze könnt ihr hier schon mal entpacken. Ich denke, WinRAR habt ihr alle. Ansonsten guckt ein Tutorial, wie man WinRAR installiert. Das ist jetzt nicht so kompliziert. Vor allem sollte das jeder haben. Auf jeden Fall drücken wir jetzt hier entpacken. Achso, ja gut, ich habe das halt schon mal installiert. Deswegen klicke ich jetzt hier, dass es alle ersetzen soll. Und dann bekommt ihr diese Ordner hier plus eine Anwendung. Wir warten jetzt nochmal ganz kurz. Diesen Ordner könnt ihr hier löschen. Gut, dann hätten wir das gemacht, können wir das abschließen. Als nächstes brauchen wir Netcore und das ist von Microsoft, von daher, da müsst ihr keine Angst haben, dass ihr da irgendwas downloadet. Auf jeden Fall, ihr könnt hier oben sogar noch andere Betriebssysteme auswählen. Ich habe hier aber Windows und da müsst ihr hier mal alles runterladen. Es könnte sein, dass bei euch hier die x64-Version nicht funktioniert. Dann probiert es einfach mal mit diesen hier und dann könnte es funktionieren. Eigentlich so dumm, weil ich habe das alles schon installiert. Egal, ich zeige euch das trotzdem so behalten. Das auch. Jetzt haben wir hier diese drei Anwendungen. Die führe ich jetzt kurz nacheinander aus. Ja, ihr seht jetzt hier, da würde halt jetzt installieren stehen und so. Ja, würde ich wirklich abbrechen. Hier wahrscheinlich dasselbe. Genau. Ja, das ist ein bisschen dumm. Das hätte ich vielleicht zuerst noch deinstallieren sollen, um euch das zu sagen. Egal. Auf jeden Fall, wenn ihr diese drei Sachen dann installiert habt, braucht ihr nur noch eure Fortnite-Version. Und ihr seht hier, es gibt hier viele Downloads. Also die Pre-Battle Royale. Dann Season 0 und 1, Season 2, Season 3, Season 4, Season 5, Season 7. Also scheinbar bis Season 7 gibt es das hier. Naja, immerhin, das reicht ja auch. Ich versuche jetzt mal mit Season 4. Ich lade das hier immer die neueste Version herunter. Ist einfach irgendwie am sichersten, dass das funktioniert. Bekommt ihr auch eine RAR-Datei. Genau, Google Drive sagt euch auch, Virenscan kann nicht durchgeführt werden. Ich kann euch aber sagen, dass es kein Virus ist. Ja, das geht jetzt halt eine Weile, wie ihr seht, aber es lohnt sich dafür, ihr könnt immer Oldschool Fortnite wieder spielen. So Leute, ihr würdet jetzt hier sehen, zum Beispiel hier, das ist jetzt zum Beispiel Fortnite Season 1.1, also halt Season 1. Dies hier ist noch am Downloaden, das ist Season 4.5 jetzt in dem Fall, also einfach Season 4. Wenn ihr das Ganze dann so gedownloadet habt, habt ihr hier eine RAR-Datei. Ich kann euch das hier noch kurz zeigen, es ist hier halt noch nicht ganz fertig. Deswegen versuche ich euch das jetzt schon mal zu zeigen in dieser Season hier. Ihr packt dann das Ganze, das geht aber meistens relativ fix, ziemlich schnell auch. Okay, es zeigt es hier trotzdem ein paar Minuten an, aber naja. Okay, da können wir eigentlich Google zumachen. Oh, beenden. Aber das hier ist immer noch nicht fertig, scheiße. Egal, dann packen wir jetzt hier die Season 4.5 auch noch. Vielleicht ist sie ja sogar schneller, wäre lustig. Leute, ihr seht's, Season 4.5 ist zwar noch nicht ganz fertig, aber Season 1.0 und jetzt zeige ich euch, wie man das Ganze erstmal funktionabel macht. Dafür startet ihr hier Rift.exe.
dieses Rift halt. Ah, lol, das ist jetzt schon installiert. Warte, ich entferne das ganz kurz. Normalerweise seht ihr dann einfach diesen Screen hier. Da geht ihr hier auf Add Build. Gibt hier einen Namen ein, wie das dann heißen soll. Zum Beispiel eben jetzt Season 1 haben wir jetzt. Wir wollen jetzt das hier installieren, also Season 1. Dann nehmen wir Game Path. Und, oh, perfekt, Alter. So, dann sehen wir halt, ja, können wir das auswählen hier. Und wir nehmen jetzt hier Fortnite 1.0. Fortnite. Und dann ist wichtig, dass man hier auch wieder Fortnite nimmt, dass halt dann Engine und Fortnite Game steht. Ich weiß nicht, ob es überall so ist, aber es sollte auf jeden Fall nicht Epic Games stehen. Auch wenn ich es jetzt so machen würde, es würde mir direkt sagen hier, ja, es geht nicht. Und das würde mir auch sagen, wenn ich es nur so anwähle. Ja, deswegen ist es schon wichtig, dass ihr halt, ja, da kurz guckt, ab wann das es geht. Zum Beispiel so. Jetzt drückt ihr auf Confirm und dann ist es eigentlich fertig. Zum Laden könnt ihr eigentlich hier einfach rechtsklick und Play drücken. Ihr könnt aber auch einfach, glaube ich, direkt drauf drücken. Dann steht hier unten auch Rift Starting Season 1. Ja, das ist ganz geil. Okay, Leute, wie ihr es vielleicht erkennen könnt, ich habe jetzt hier zwar nochmal Season 1 gestartet, aber Season 1 scheint zu funktionieren. Ich kann sonst danach den PC nochmal neu starten, dann könnt ihr gucken, ob Season 4 auch funktioniert. Sollte eigentlich. Oh, alleine die Musik, Leute. Alleine die Musik. Auf jeden Fall gehen wir jetzt hier mal auf Battle Royale. Rift, welcome to Rift. Genau, um ein Spiel zu starten, kann ich hier nicht auf Spiel. Ich weiß gar nicht, was funktioniert. Funktioniert das denn? Wahrscheinlich funktioniert es nicht, sonst hätte es ja nicht das geheißen. Ansonsten, genau. Ja, muss halt F3 drücken, dann kommt man einfach in eine Single Lobby. Aber das ist, so sah halt Season. Wieso steht es hier Season 2? Na, ist ja eigentlich egal. Auf jeden Fall ist halt in einem OG Fortnite. Klar, das gibt's hier alles hier nicht. Ja. Wie geht es mal in den Game? Dann kann ich euch da noch ein bisschen mehr zeigen. Es gibt nämlich auch so ein paar Cheat-Codes-Befehle. Und mit denen könnt ihr dann halt euch auch Waffen holen, etc. So, und zwar spawnt man hier auch schon unten. Und ja, ich weiß gar nicht, kann man eigentlich personalisierte Einstellungen machen hier? Ich weiß es gar nicht. Steuerung. Ja, tatsächlich. Aber funktioniert das auch, ist die Frage. Es geht, also man kann sogar personalisierte Dingens machen hier. Es gibt übrigens kein Speedbild. Guck, ihr könnt immer nur eine nach der anderen Wand placen, so ein bisschen. Also es geht nicht. Oh, aber allein auch wieder, mein Gott, Alter. Oh, alleine einfach diese Sounds und alles, dieses ganze, dass die Wände noch so ein bisschen transparent sind, wenn man editiert hat und so. Oh, es ist doch einfach alles so schön. So, und wie dann alles zusammenfällt. Wunderschön. Ihr seid hier halt wirklich auf der alten Map dann. Ja, wie gesagt, es ist einfach, schön. Einfach wieder mal ein bisschen im älteren Fortnite zu sein. Ich meine, gebt euch alleine die Map. Und ich finde, allein für das lohnt es sich, dem Video ein Like zu geben. Nee, aber es ist doch, also seid mal honestly. Ist das nicht gut? Ich weiß nicht, seit wann ihr Fortnite spielt, aber wenn man so schon in diesen Zeiten Fortnite gespielt hat, ist das einfach ein. Ist einfach schön, hier wieder zu sein. Zu den Waffenbefehlen. Man kann hier F8 drücken. Ihr seht jetzt hier unten, ist eine kleine Konsole aufgetaucht. Und ich hole mir jetzt hier mal so einen Rocket Launcher, Legendary. Ihr findet dann natürlich diese ganzen Links auch unten in einem Script. So, ich habe jetzt hier mal so ein Dings eingegeben. Jetzt haben wir einen Rocket Launcher. Und den können wir jetzt einfach schießen. Ach stimmt, allein der alte Rocket Launcher ist einfach zu geil. Weißt du gar nicht, kann man sich sprengen? Okay, scheinbar nicht. Also scheinbar kann man keinen Schaden bekommen. Guck, man ist ja auch in der Singleplayer-Lobby. Aber egal. Gehen wir nach Retail Row. Damals war doch... Stimmt, damals hatte man auch keinen Marker, der, also, den man effektiv so gesehen hat. Man hat so oben das ganze Koordinatending, aber nicht so... Wisst ihr, was ich meine? Und es ist auch kein Auto-Run irgendwie. Weiß ja nicht, vielleicht kann ich das noch einstellen. Guck mal, da gab es auch noch keine Wechselanimation. Was ich auch ein bisschen komisch finde, ist, dass hier überall irgendwie durchsuchen steht, aber... Naja. Ach ja, und übrigens, wenn ihr mal Kisten sucht. Hat hier vielleicht gerade eine? Nee, natürlich nicht. Ist drüben vielleicht eine? Hallo? Mach auf. Ja, guck, hier oben hat es doch schon eine. Hör doch schon eine. Das ist auch ein bisschen weird. Finde ich auch ein bisschen schade. Dass er... Voila. Immer noch die gleiche Scheiße. Spaß. ja, man kann Kisten irgendwie nicht öffnen, wenn man sie abbaut. Ist der Sound noch da, aber die Kisten sind weg. Naja, keine Ahnung. So, eine weitere absolute OG-Waffe ist natürlich hier die Scar. Und auch mit dem alten Sound und alles. Oh.
Es ist einfach so traurig, dass Fortnite so geworden ist, wie es geworden ist. Imagine, es wäre einfach so geblieben, es wäre immer noch das coolste Spiel auf Erden. Aber naja, ich mag jetzt hier nicht so lange rumlabern. Ich weiß gar nicht. Lol, die Fresse. Es gibt auch, ich kann euch das auch noch vielleicht kurz zeigen. Man kann nämlich auch Live-Events starten, klar, aber das habe ich jetzt hier nicht. Weiß nicht, ob das in dieser Version funktioniert, weil es hier noch keine Autos und so gab, aber... Nee, okay, funktioniert nicht, aber in der Theorie könnte man sich auch noch... Unten, man sieht es, Golfcart Vehicle. Naja, das geht jetzt natürlich nicht, weil es die in dieser Version wahrscheinlich noch nicht gab. Also ich vermute mal, es liegt an dem. Aber es ist einfach so schön, diese alte Season zu spielen und... Ich wünschte, es gäbe hier wieder einen Multiplayer so ein bisschen. Vielleicht die Entwickler von dem Mod. Ja gut, ich glaube nicht, dass sie das Video sehen, aber es wäre geil, wenn sie einen Server machen könnten, wo man halt ja effektiv wieder dieses Spiel so spielen konnte. Naja, auf jeden Fall, was mit diesem kleinen Tutorial-Video. Wenn ihr mal wieder in eine alte Fortnite-Season gehen wollt, wo man auch wieder bauen kann, ihr seht es hier, auch wenn es noch ein bisschen AIDS ist, aber war ja nicht in jeder Version so, von daher, ja, also wie gesagt... Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like und ein Abo da. Würde mich unnormal freuen. Ja, ich musste einfach mal ausreißen aus der neuen Zeit und hier Oldschool Fortnite wieder mal spielen. Ja, das war's mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi. Wusstest du denn auch nicht? Es geht gut, das hab ich. Gut, das hab ich. Es geht gut, das hab ich.